Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Z Budokai 3 aus der Dragon Ball Z HD Collection. Im letzten Part haben wir die Story von Piccolo beendet und sind jetzt nun bei Tenshinhan angelangt, wo ich ja bereits vor mehreren Parts auch schon erwähnt hatte, dass sowohl Tenshinhan als auch Yamchu und eigentlich auch die anderen beiden hier keine so lange Story zu bieten haben, weil die irgendwann nicht mehr relevant gewesen sind. Gerade Tenshinhan und auch Yamchu zum Beispiel auf Namek überhaupt nicht vertreten waren. Gut, aber jetzt ohne groß zu reden, machen wir mal mit Tenshinhans Story weiter. Oder fangen Sie an, besser gesagt. Lange nicht gesehen, Yamchu. Oder Yamcha, wie man so schreibt. Wir haben uns zuletzt beim Weltkampf getroffen. Ich habe gehört, dass Gott uns trainieren will. Wie wäre es, wenn wir vorher schon mal kämpfen? Ich will sehen, wie sehr wir beide uns verbessert haben. Hört sich gut an. Aber erschreck dich nicht, wenn du meine Kraft siehst. Ja, Mann. Yamchu. Ah, ich bin gestolpert. Hören wir lieber auf, bevor unser Training bei Gott darunter leidet. Gehen wir gleich zu ihm. Muten Roshi! So, und natürlich habe ich ja auch schon die Techniken hier. Die ist natürlich sofort alle ausrüsten werde. So, und unser Ziel, wie auch sonst überall, wir werden natürlich hier alle Dragon Balls suchen. Tenshinhan, wir werden beobachtet. Ja, zeigen wir es ihnen. Das ist für euch. Dollar Bay! Wow, das war knapp. Ich wollte mir nur mal ansehen, ob das Training was gebracht hat. Ja, mega. Ah, ich habe da hinten aber was gesehen. Das war genau hier. Na? Da. Schauen wir mal. Lang nicht gesehen, Tenshinhan. Willst du nicht ausprobieren, welche Fortschritte du beim Training gemacht hast? Wieso nicht? Hört sich gut an. Mach dich bereit, Krillin. Hier, dieses Taioken ist für dich. Es ist unfair, so schnell ein Taioken zu benutzen. Ich werde dir mein großes Vasar entgegenschleudern. Nein, kein Taioken. Tenshinhan. Lol. Jetzt kriegen wir sogar tatsächlich hier ein Level up. Obwohl, gegen Yamchu ist nichts gewesen. Ja, der ist gestolpert. Über was? Über was ist er gestolpert? Über seine... Ja, ich sag's lieber nicht. Über sein drittes Bein ist er wahrscheinlich gestolpert. Okay, hier ist sehr viel Wasser. Gerade gewesen. Aber in erster Linie wollen wir natürlich die Dragon Balls finden. Was ist denn das? Könnte nützlich sein. Das behalte ich. Jetzt ist das hier mit der Mitgliedskarte. Wir haben die silberne. Aber da kommen, wie gesagt, noch zwei weitere, was mich nämlich jetzt ein bisschen wundert. Vielleicht müssen wir die auch erstmal kaufen. Das ist so lange her. Also mit den Mitgliedskarten, da kenne ich mich jetzt nicht mehr so aus, aber die sind halt auch insofern wichtig, weil wir dann für jeden, also gefühlt jeden Charakter auch die Ulti kaufen können. Wir haben zwar jetzt für die ganzen Helden und so weiter die Ulti, aber zum Beispiel so Nappa, Ginyu, Kum und so, die haben alle halt einzelne Techniken, die wir halt noch kaufen müssen. Oh, wer auch immer das fallen gelassen hat, scheint nicht zurückzukommen. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Weil ich meine, so mitten hier in so einer Wald- und Wiesengegend, da sollte das schon nicht wirklich überraschen, dass die Person das nicht so schnell wiederfindet. Okay, ist das ein Dragon Ball? Ich hoffe es. Aber natürlich hoffe ich vielmehr, dass wir... Ach, okay. Ja, wie gesagt, hier... Semi brauchen wir immer. Das betone ich immer wieder. Boah, wie viel Geld kriegen wir denn noch? Ich will doch nur den blöden Dragon Radar kriegen. Dragon Radar oder Dragon Ball, eins von beiden.
Was hatten wir denn hier? Da im Wasser ist auch was. Können wir direkt da als nächstes hingehen? Hä? Hoppla, die sind aber bei weitem schneller als ich dachte. Was? Was haben die gerade getan? Gut, ich habe hart trainiert und ich begleite dich, Tenshin Han. Ja, das wird sein Grab. Ist auf Anhieb fast bekommen unter dem Bengradar. Jetzt habe ich den Eindruck, es ist mit Seni im Moment so. So komisch. Und ich entschuldige mich auch nochmal für den Fall, dass ich mich vielleicht komisch anhöre, aber ich habe gestern bei dem... Ah, perfekt, der Dragonradar. Ich habe gestern bei einem Stadtfest von mir teilgenommen. Auch, muss ich zugestehen, ein bisschen was getrunken. Ja. Und bin deswegen noch immer ein bisschen fertig. Aber ich hatte trotzdem wieder Bock auf einen neuen Part und deswegen ging es jetzt auch weiter. Okay, das war jetzt seltsam, das ist einmal kurz geflackert. Das kann doch nicht sein, dass hier kein einziger Dragon Ball ist. Es muss immer irgendwo eigentlich einer sein. Würde mich schon sehr überraschen. Aha, aha. Was macht der denn hier? Ja, was macht der denn da? Das ist eine sehr gute Frage. Danke für das Training. Verflixt, es funktioniert nicht. Ich kann das Key nicht lesen. Heißt es, es handelt sich um eine unschuldige Seele? Was es ist. Das ist schade. Ihr seid mir schon lange überlegen. Es gibt nichts, was ich euch noch beibringen könnte. Oder was wir euch noch beibringen. Mein Gott, was ist denn los? Perfektioniert eure Vasars weiter, bis zu dem Tag, an dem die Schlacht um die Erde stattfindet. Tenshin Han, dein Talent wird erst in Kämpfen richtig aufblühen. Geh kämpfen und gewinne an Erfahrung. Ja. Gewinne an Erfahrung, dass du halt sterben wirst und das nicht nur einmal. Ach, das ist schon echt traurig. Wenn man bedenkt, wie gut eigentlich hier Tenshin Han in Dragon Ball Classic war. Und dann verhältnismäßig so schwach geworden ist. Da ist der zweite Dragon Ball. So. Ich glaube aber tatsächlich, hier ist sonst keiner mehr. Da Namek wegfällt, werden vermutlich hier in den anderen weiteren Stages quasi, oder Maps sage ich mal, werden dann die weiteren Dragon Balls sein. Anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Wobei man natürlich auch immer genau schauen muss, weil Piccolo war ja dasselbe Problem. Da habe ich ja auch den letzten Dragon Ball dann nicht gefunden, weil der wohl irgendwo gut versteckt war. Aber es scheint echt so, dass hier keiner mehr ist. Aber wahrscheinlich auch wieder mehr Schein als Sein, ne? Okay. Dasselbe Spiel, wie gesagt, bei Piccolo. Ich werde jetzt auch nicht immer übertreiben. Weil ich bedenke halt auch immer, dass wir ja auch was schaffen wollen in den Parts. Und deswegen, ja, die Dragon Balls gehen natürlich mehr dann in den Hintergrund. Hast du nicht zwei Saiyajins gesagt? Willst du nicht gegen die hier kämpfen? Einen nach dem anderen? Es ist ein Spiel. So, jetzt kommt Pflanzemann. You're first, huh? Fine. I can handle a weed like you, no problem. Come on. So. Ja, die sind ja nicht wirklich stark, aber auch da muss man aufpassen. Ja, gut, da hat sich jetzt selbst das Grab geschaufelt. Nein. Du kriegst mich nicht. Der macht nicht mal mehr was. Ich wollte gerade die Gegner noch ein bisschen veräppeln. What? Das war ein gottverdammter Pflanzenmann und wir kriegen einfach... Oh, 4.
Level dazu. Krass. Krass. Hör zu, Shaozu. Was denn, Shinhan? Angenommen, wir hätten Goku nie getroffen. Glaubst du, dann hätten wir je kämpfen müssen, um die Erde zu retten? Ich weiß es nicht, aber du hast dich verändert, Tenshinhan. Du hast deine eigenen Gründe, warum du kämpfst. Du hast recht, momentan kann ich nur versuchen, mein Bestes zu geben. Machen wir uns auf den Weg, Shaozu. Shaozus Wunsch. Er hat Wünsche. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Auf zum nächsten Kampf. Be ready for my attacks. Don't die yet, though. Yeah! Don't you? Get off me! Goodbye, Tien. You are my friend, always. No! Er hat sich selbst in die Luft gesprengt. Oh well, you saved me the trouble. Jiaozu, sorry. Don't worry. I'll be with you again soon. Das haben sie jetzt aber auch nicht so gut rübergebracht. Tenshinhan ist ja viel mehr ausgeflippt wegen Jiaozu. Jetzt hört sich das fast so an, als ob der das so locker hinnimmt irgendwie. Naja. Ich freue mich schon wirklich, wenn wir hier Dragon Ball Kakarot haben. Vielleicht haben sie es dann besser hinbekommen. Ich hoffe es, weil Cyber Connect Toom ist ja daran beteiligt und die sind natürlich mega, allein wegen der Storm-Reihe. Beste. Okay. Ich weiß noch, auch aufgrund hier, wenn man das Spiel am Ende abgeschlossen hat, also die Story einmal, dann kommt ja am Ende hier die, ja die, wie heißt es? Man, mir fällt es gerade nicht ein. Ja, die Credits, genau, die Credits, wo auch die ganzen Leute sind, die Entwickler und so. Und da sieht man ja auch im Hintergrund zum Beispiel, dass hier Tenshinhan seine Attacke gegen Nappa einsetzt, seine Super-Attacke sozusagen. Und die werde ich jetzt gleich auch versuchen einzusetzen. Das ist zum Beispiel auch ganz witzig hier, dass die Computer diese ganzen Super-Attacken bereits alle können. Obwohl ich die selbst eigentlich nie freigeschaltet habe. Okay, jetzt haben wir genug. Jetzt müsste ich nur noch mit meiner Ulti treffen und dann... Nein! Nein! Och man, nur weil ich das wieder so schön machen wollte. Ah, der Tod, der war unnötig. Der war echt unnötig. Der macht auch ganz gut Schaden, der Angriff. Die normale Ki-Explosionskanone. Aber ich frage mich auch, wie oft er diesen Angriff immer einsetzt, hier diesen Schlag so einmal nach innen gedreht. Ah, weg mit dir. Der ist jetzt nicht ausgewichen. Warum er das nicht gemacht hat? Man weiß es nicht. Okay, wir sind aber glaube ich noch nicht erledigt, wenn er uns trifft. Der macht ja eh nicht so viel Schaden. Was nimmt der? Ach, keine Ahnung. Glück gehabt. Ach, come on, ey. Das ist unglaublich, ey. Ich versuche die ganze Zeit auszuweichen und das geht einfach nicht. Okay, jetzt nochmal probieren. Moment. Nicht, der weicht echt immer aus, der Fischkopf.
Also es ist klar, dass ich gegen den nicht sterben muss. Ich könnte den auch easy besiegen, aber ich will es halt unbedingt mit der Ulti beenden. Ich muss aber immer drauf spekulieren, dass der selbst... war halt nie dann, wenn er mit einer Ulti gekillt werden könnte, wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder ordentlich Schaden gemacht. Aber du jetzt... Ja, das ist sehr gut. Aber leider hatte ich jetzt gerade nicht die Kraft dafür. Mann! Das gibt's echt nicht. Ey, der fühlt mich hier vor, der Affe. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Oh, das wird wehtun. Das wird wehtun. Ah, das riesig. Also das ist das letzte Mal, dass ich das versuche. Ey, come on! Genau in dem Moment, wo... Der weicht nicht mal aus. Boah, jetzt bin ich wieder ein bisschen... Zieh dich. Keiner mag dich. Mit deinem Büffel und deinem verdammten Fußpilz. Nein, der war schneller. Ey, ich drück die ganze Zeit auf X. Der macht nix. Wisst ihr was? Hört man's? Hört man's? Ich hau drauf. Der verdammte Controller reagiert nicht. Jetzt einfach viel zu blöd. Ich beende das jetzt auf diese Art und Weise einfach. Ja, komm, mach weiter. Ja, genau. Finde ich auch. Jetzt. Hör auf damit! Boah, ey. Dieser. Boah, meine. Ich sag's nicht. Jetzt haben wir auch eine Stimmdatei bekommen, aber wir hätten das eigentlich mit anderen Ulti beenden sollen. Boah. Gottverdammter Penner, ey. Boah, ey, mein Puls. So, da sind wir auf Namek. Ja, und wie bereits gesagt, weil wir ja nicht auf Namek vertreten sind und erst wieder bei Cell auftauchen. Ich muss Cell davon abhalten, seine perfekte Gestalt anzunehmen. Ich sollte mich bereit machen. Ja, ich mache mich auch bald bereit für die Klapse. Hey, furchtbar.
Wir gehen erstmal zur Stadt. Was, du? Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe überall nach dir gesucht. Jetzt bist du in meinem Gewahrsam. Du behandelst mich wie ein Verbrecher. Ich werde bald bei Muten Roshi vorbeischauen. Ehrlich, gib mir ein wenig Zeit. Wirklich? Bist du da auch ganz sicher? Ja klar, wir befinden uns mitten in einer Schlacht. Du solltest besser zu Muten Roshi gehen. Bis dann. Zeus, ich schätze, dass er dieses Mal wieder nicht kommen wird. Aber das ist halt unser Tenshinhan. Richtig, und jetzt gehen wir zu den Ebenen. You all right, Chiaotzu? It's too dangerous here. You better find some place safe to hide until this is over. Tien, I... No, the androids are too powerful. If you stay, you'll only get yourself hurt, or worse. I'm not even sure I'll be able to do much good myself. But you don't have to worry. I promise, I'll come back safe and sound, okay? All right. Ja, ah, perfekt, 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 perfekt. Dritter Dragon Ball. So, wie, ich bin aber... Oh, jetzt geht's auf einmal viel, viel besser von der Hand irgendwie. Okay, fehlen nur noch drei. Aber ich glaube nicht, dass in der letzten, in der Buu-Saga, dass da drei Dragon Balls aufzufinden sind. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Übrigens, die Tür, die ihr gerade gesehen habt, das ist das Versteck von Dr. Gero. Was ist denn das? Könnte nützlich sein, das behalte ich. Weihwassertropfen. Wir sind hier auf jeden Fall nicht bei Castlevania oder sonst einem Vampirspiel, aber Weihwassertropfen. Tatsächlich ist es echt drei. Okay. Ah, passt. Mehr werden auf jeden Fall nicht hier sein. Das heißt, in der Buu-Saga werden dann zwei Stück sein. Zwei Stück, die wir da auffinden können. Na, schauen wir mal, was wir hier noch ausrichten können. Ha? Ebenen. Ich will zu den Ebenen. Hier. Was los, Yamchu? Wieso versteckst du dich hier? Psst, sei still. Cell ist da drüben. Was? Deshalb versteckst du dich? Ja, ich werde jetzt zu... Ach so. Ich werde zuschlagen, wenn der Moment günstig ist. Du kannst ja schon mal loslegen. Okay, machen wir. Machen wir. So, das ist Cells zweite Form. Wir hatten ja im letzten Part auch nochmal Cells erste Form, wo ich ja gesagt habe, so schnabeltiermäßig. Die zweite Form hier ist auch hässlich wie sonst was. Da sieht der aus wie ein richtig. Also einfach wie ein Frosch. Aua. So. Bin mal gespannt, aber ich glaube, gegen ihn werden wir auch jetzt hier relativ schnell zum Sieg kommen. Das Einzige, was halt immer ein bisschen doof ist, zum Beispiel bei jetzt so Tenshinhan oder so, der hat halt wirklich nicht viele Techniken. Das ist so ein bisschen wie mit Kid Gohan. Na gut, Kid Gohan. Ja, aber gut, Krillin ist ja eigentlich auch so. Der hat auch leider was, das in dem nicht so viel zu bieten. Ach, come on. Jetzt macht er es doch, oder was? Gegen Ende, der wird stärker, desto länger der Kampf dauert. Also was mit dem Ausweichen? Ich weiß nicht, dass irgendwie mein Controller, der spinnt absolut. Und der macht das für meinen Geschmack jetzt wieder viel zu oft mit dem Ausweichen. Nein, nein, nein! Oh,
Mir ist echt zum Heulen zumute. Was ist das nur für ein Mist? Und das auch, vor allem, warum sterbe ich gegen so hässliche Mistgestalten? Ey, ich mach alles und der weicht nicht aus! Der weicht nicht aus, der Dummkopf! Na, ja, war klar, war klar, war klar! Der trifft mich auch noch. Ich versuche jetzt immer auf Distanz zu bleiben, was natürlich nicht besonders gut klappt. Oh, die Perspektive ist echt am schlimmsten. Die ist besser. Ich probiere es jetzt wirklich aus. Immer auf Distanz und dann immer dieser blöde Angriff. Aber es bringt halt nichts, wenn der sich immer hinter mich teleportiert oder ausweicht. Letzter Versuch, sonst mache ich das im nächsten Part, ey, ich bin... Das ist krank, das ist einfach krank. Es ist einfach krank. Die sind nicht so stark und ich verliere gegen zwei Schwachköpfe. Ja, jetzt setzt er auch mal eine andere Technik an. Ich fass es ja nicht. Ich fass es echt nicht. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Nein, nein, nicht schlagen. Er tut schon der Kopf weh. Ich war so gut gelaunt und jetzt bin ich wahrscheinlich... Bin ich besiegt? Bin ich besiegt? Bin ich besiegt? Sag es mir, komm! Ne, Leute. Das war's. Das war's. Im nächsten Part machen wir dann hier den Kampf wieder weiter. Ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir diesen Schwachkopf besiegen. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.